Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Raw Friends. Ich würde sagen, wir legen erstmal los, werden jetzt hier natürlich erstmal den nächsten Typen aktivieren und werden dann natürlich den hier auch erstmal mal ein bisschen trainieren. So, dann haben wir das erledigt, müssen da insgesamt 20 Minuten knapp warten. So, außerdem können wir natürlich die Waffe hier auch aktivieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück, bauen hier nicht die nächste aus, weil die Wahl das Ding ist. Ich will natürlich gucken, ob wir dann später vielleicht noch was machen können. Und dann haben wir hier, feindliche Einheiten, Belohnung schon dabei. Okay, 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 was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Was haben wir hier? Möchte, dass du Karten an das Kartendeck spendest. Kann ich natürlich machen, mache ich auch gerne. Spenden, so, und dann würde ich sagen, spenden wir auch erstmal ein bisschen was. So, Sprengfalle, Sabotage, Hinterhalt und Kevlar-Kiste. Dann sagen wir erstmal, okay, haben natürlich das nächste hier gespendet. Von daher hoffe ich natürlich, dass da soweit alle Paletti ist, dass damit alle soweit zufrieden sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal in den Kampf, suchen uns hier den nächsten Gegner. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, leicht wird's mit Sicherheit nicht. Was haben wir hier für aktive Einheiten? Haben wir eigentlich alle am Start, die wir am Start haben. Von daher würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal in den Kampf, hoffen natürlich auf den nächsten Sieg, aber... kann ich natürlich erstmal noch nicht versprechen, weil das Problem, was wir haben, die Gegner sind ja auf jeden Fall monstermäßig stark. Von daher werden wir hier einfach mal loslegen, hoffen natürlich, dass wir überhaupt einen adäquaten Gegner finden, den wir hier irgendwie bezwingen können. Aber am Ende werden wir sehen, was hier geht. Okay, eigentlich sieht's gut aus. Aber wie ihr sagt, am Ende ist die Ente fett. Von daher müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Fight, machen uns einen Plan vom Gegner und probieren den natürlich zu eliminieren. Okay, Alter, der sieht ja geil aus, der Typ. So, alles klar, dann würde ich sagen, legen wir los. So, die kommen als erste. Dann würde ich sagen, klatschen wir das Teil hier erstmal rauf. So, erstmal sieht es natürlich gut aus, aber wer weiß wie lange. So, gucken wir da am Ende geht. Ich bin natürlich selbst gespannt wie Sau. Nein! Oh, haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir die Wumme dann am Ende, beziehungsweise die Kiste am Ende noch bekommen haben. Hätte ich natürlich nicht mehr mit gerechnet. Aber ich glaube, erstmal sieht es ja nicht so verkehrt aus für uns. So, ich denke, der Gegner sieht wie am Arsch. Also ich glaube, hier brennt nichts mehr so wirklich an, wenn wir uns nicht ganz doof anstellen am Ende. Hoffe ich jedenfalls. Wurde der gerade von einer Kiste erschlagen? Das hat jetzt ja nicht gepeilt. Weiß ich jetzt nicht genau. Kann schon sein.
So, dann haben wir erledigt. Das Ding auf jeden Fall ratzi-fatzi. Der Gegner ist auf jeden Fall am Arsch. Den Sieg haben wir hier am Start. Von daher denke ich, haben wir erstmal alles richtig gemacht. Also ich bin auf jeden Fall absolut zufrieden mit dem Fight. So, dann haben wir hier natürlich ein paar Aufträge. Können wir hier uns eine Belohnung holen? Jo, die holen wir uns erstmal ab. Was haben wir hier? Sende 15 in den Kavalier explosiv aus. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen. So, dann nehmen wir auf Fortfahren. Können jetzt natürlich, was haben wir hier? Kampfeinladung von Freunden, Armeeeinheiten, Waffenlieferung bezüglich wichtiger Aktivität. Ich würde sagen, das machen wir später. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter. Wir werden jetzt natürlich gucken, ob wir uns hier eventuell die nächste Wumme holen. Also wie gesagt, die können wir uns holen. Dann könnten wir mal gucken. Hier hinten haben wir nämlich auch noch eine. Da würde ich sagen, hier schlagen wir auf alle Fälle zu. Klar, ist relativ teuer. Die können wir uns ja nicht leisten, sehe ich gerade. Ist natürlich auch nicht so geil. Was haben wir hier noch? Die könnten wir uns holen für 59.000. Finde ich natürlich auch nicht schlecht, das Gerät. Was haben wir hier für eine? 1075. Und die ist auf. Oha, da würde ich fast sagen, nehmen wir die Joglamer mit. Trotzdem die Schrotflinte natürlich auch immer monstermäßig ist. Aber ich würde sagen, wir kurven die hier erstmal. Die Dragon. So ist ein Sniper. Dann würde ich sagen, leveln wir die natürlich erstmal auf. Dauert 58 Sekunden. Ich glaube, damit kommen wir klar. Dann haben wir hier natürlich noch weitere Waffen. Wir könnten uns die natürlich auch holen für 14.000. Aber brauchen die jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Von daher würde ich sagen, sparen wir uns da erstmal die Kohle. Hier haben wir natürlich auch nochmal die Chance, uns das Teil zu holen. Aber wie ihr seht, haben wir hier natürlich auch nicht genug Ressourcen am Start, von daher müssen wir da natürlich auch warten, aber das ärgert mich natürlich, die 199.999 hätte ich natürlich schon gerne mit am Start gehabt, ja. Dann haben wir hier natürlich auch noch was, 199, ich würde sagen, Bad Boy, die holen wir uns, die kaufen wir uns auf alle Fälle, könnten die natürlich auch upgraden, aber müssen jetzt natürlich noch kurz ein bisschen warten, lange dauert es nicht mehr, dann haben wir hier natürlich nur noch eine War-Karte, ich würde sagen, checken wir erstmal ab, was haben wir da, oh, Drohne X5, das ist natürlich geil, die nehmen wir natürlich auch erstmal mit. Dann haben wir hier leider nur noch zwei Karten am Start. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder zurück. Okay. Dann nehmen wir auf unser Kommando. Dann würde ich hier auf Spenden gehen und ziehe hier erstmal wieder eine Karte raus. Sag okay, gehe hier wieder raus und dann können wir hier nämlich gleich nochmal Action machen. Oha, das ist natürlich... Okay, dann müssen wir eine silberne rausnehmen. Alles klar, hab ich draus gelernt. Die ziehen wir raus. Und dann würde ich sagen, klatschen wir die gleich nochmal rein. Und dann würde ich sagen, haben wir das erstmal erledigt und können jetzt natürlich hier die nächste Warkarte produzieren bzw. herstellen. Ich bin gespannt, was geht. Eine Stunde, ein paar Minuten müssen wir warten. Oh, insgesamt eine Stunde, länger nicht so unbedingt. So, dann haben wir das nächste Gebäude, die nächste Wumme hier am Start. Können die natürlich auch weiter aufbauen, wenn wir wollten. Ich denke, naja, machen wir das oder wollen wir uns für den Sprengstoff erstmal entscheiden. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal den Sprengstoff. Müssen wir auch natürlich auch nochmal 50 Sekunden insgesamt warten. Und dann würde ich natürlich von euch gerne mal wissen, würdet ihr euch alle Wumme kaufen? Oder würdet ihr dann warten? Ja, ich habe jetzt hier natürlich meinen Sturmgewehr am Start, habe dann aber am Ende eigentlich nur hier die SMG irgendwie genutzt, habt ihr mal ausgebaut. Bei der Spezialwumme habe ich mich natürlich dann nach dem Scharfschützengewehr auch gleich mal hier für die Schrot entschieden. Hab die natürlich bis aufs Maximale schon ausgebaut und bin darüber auch extrem froh, weil ich sage, die ist eigentlich monstermäßig cool. Trotzdem ich sagen muss, ja, eine Snippe am Start ist natürlich auch immer nicht so verkehrt. So, dann nehmen wir gleich nochmal zurück. Hier haben wir noch ein paar Waffen. Dann haben wir hier natürlich noch ein paar Sprengstoffe. Also da seht ihr natürlich, dass da auch schon ein bisschen was zu kurven ist. Das Teil könnten wir uns kurven, wenn wir wollten. Haben aber nicht genug am Start. Von daher fällt es flach. Die haben wir natürlich auch schon gut upgraded. Hier sind wir gerade dabei. Hier müssen wir noch insgesamt 5 Sekunden warten. Dann können wir gleich nochmal upgraden. Ich würde sagen, das werden wir auch gleich in Anspruch nehmen, oder? So, aktivieren und dann graden wir das Teil gleich nochmal ab. 6 Minuten dauern es. Gut, dann nehmen wir hier natürlich auch wieder zurück. Haben hier erstmal soweit alles im grünen Bereich. Dann seht ihr natürlich, dass wir den hier, den Typ, den Schrotflintentypen, natürlich auch aufs Maximale trainiert haben. Bereits zum Aufstieg. Alter, das können wir jetzt machen. So, sehr schön, das ist ja natürlich auch auf Stufe Nummer 2, das ist natürlich absolut genial, den haben wir natürlich schon fast weiter trainiert, der ist schon auf Maximale. So, dann seht ihr hier natürlich, hier müssen wir noch kurz ein bisschen warten, bis es soweit ist, 11 Minuten um genau zu sein. Hier sieht es natürlich auch ganz gut aus bei der Infanterie, den habe ich auch eigentlich aufs Maximale schon trainiert und dann seht ihr natürlich unseren Bazooka-Soldaten, bei dem sieht es genauso aus. Hier können wir natürlich auch nochmal zuschlagen, unsere Drohne bräuchten wir natürlich auch noch, hier haben wir auch noch einen am Start, da würde ich sagen, den kaufen wir uns. So gleich den Fallschirmjäger.
Was sagt ihr? Ich würde sagen, ja, das machen wir. So, warten. Jetzt liefern. Ah, nee, können wir nicht. Da müssen wir doch noch ein bisschen warten. Wie gesagt, machen wir das später. Wie gesagt, drauf geschissen. Aber eigentlich müssten wir uns das warten. Ja, geliefert. Ach so, da müssen wir noch 10 Minuten warten. Alles klar. Von daher würde ich sagen, machen wir das dann im nächsten Let's Play. Aber wie gesagt, wir sind durch für heute. Haben eigentlich erstmal soweit alles erledigt. Also, das denke ich jedenfalls. Wenn euch noch irgendwie was einfällt, könnt ihr natürlich mal in die Kommentare schreiben. Dann seht ihr natürlich, wir haben hier so ein Kommando am Start. Appzialisten, so heißen wir. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr natürlich mit zustoßen. Wir sind jetzt natürlich schon 16 von 16 Mitglieder. Also, sieht auf jeden Fall monstermäßig cool bei uns aus. Von daher hoffe ich natürlich, dass hier noch ein paar andere Leute später mit dazukommen. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Ansonsten macht einfach mal eine Anfrage. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.